Name ist Simon von Wessel. Ich bin Betriebsleiter Walzwerk Vormateriallager und bin seit 18 Jahren im Unternehmen und eigentlich die meiste Zeit im Walzwerk gewesen. Wir haben einen Block zu Beginn von HKM in 220 Blockhund, 270 Blockhund, 310 Blockhund. Dann wird er geschrägt walzt, das heißt, wir formen ihn um zum Hohlblock. Dann geht er ins Stopfengerüst, wo dann die Wandstärke in zwei Schritten reduziert wird. Dann kommt das Glättwalzwerk, wo die Außen- und Innenoberfläche geglättet wird. Dann geht es in den Nachwärmofen, wo dann nochmal neue Temperatur, neue Energie eingebracht wird. Und danach wird dann in der Maßwalze in 10 Schritten der Durchmesser reduziert. Beim Rundrohr wird bis zum letzten Gerüst rund reduziert und beim MSH-Profil sind die beiden letzten Plätze eckig. Das heißt, in zwei Schritten wird das Rundrohr dann zu einem MSH-Profil umgeformt. MSH-Profil ist im Prinzip ein eckiges Rohr, metrisch oder zöllisch von den Abmessungen her, geht los im Bereich von 150 Quadrat. Im metrischen Bereich bis hoch zu 305 Quadrat im zöllischen Bereich, genauso wie rechteckige Profile, angefangen mit 100x200 hoch bis 400x200 Abmessungen, Wandstärken von 6,3 Wand bis halt hoch zu der 25 Wand. Das Ganze ist, wie gesagt, im Prinzip auch vom Herstellungsprozess her relativ ähnlich zum Rundenrohr, außer dann an einer entscheidenden Stelle wird es dann halt ins eckige Profil umgeformt. Ja, die Abkürzung MSH steht für Mannesmann Stahlbau Hohlprofil und ist ein genormtes Produkt nach DIN 10210.